3, 2, 1, Leo Messi. Kann ich helfen, Boys? Also entweder Bauchtasche, aber ein Rucksack ist besser, weil da passt mehr rein, okay? Weil wir werden jetzt locker so 50 Kilometer laufen. Was? 50. Ey, habt ihr gedacht, das ist Urlaub oder was? Ja. Nein. Wir werden direkt am Eiffelturm ein bisschen spielen, gemeinsam. Schaut euch mal dieses Gebäude an, ganz viele Fenster, kleine Balkone, wirklich ästhetisch. In der Stadt, der Liebe, ich liebe euch, ich habe wirklich Spaß mit euch. Und ich habe gerade zu ihm auch gesagt, merci beaucoup. Ein Applaus für ihn! Alemannia! Weil das kann jeder, oder? Oh. Stopp! Back! Stopp! Wir gehen jetzt ruhig, dann habt ihr die Möglichkeit, was zu kaufen, Geschenke. Weinerei, los! Ich vertraue euch, wir werden jetzt gemeinsam die Champs-Élysées entlanglaufen. Perfekt, welches möchtest du? Okay, hier. Ja, jetzt machen alle mal hoch, die das kaufen wollen. Anto? Leo Messi. Mbappé! Mbappé! Also unter dem ist die Ehrentribüne hier. Überall, wo Bildschirme sind, sind in der Regel die Presse. Und der Rasen wird jetzt quasi für die neue Saison vorbereitet. Hier zum Beispiel hier VIP-Bereich, da hinten ist VIP-Bereich, die kommen hier hoch,
Wir haben hier Essen, wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Wir sind hier im Prinzenparkstadion und ich bin wirklich sehr glücklich, mit euch hier zu sein. All die Fußballer, die hier spielen, haben wirklich Träume gehabt, Fußballer zu werden. Und jetzt seid ihr dran, eure Träume verwirklichen zu können. So, guck mal, das waren ganz alte Trikots mit RTL noch drauf. Seht ihr? Alle Spieler, die hier kennen, Messi, Mbappé, Neymar, die sitzen alle hier, hören den Trainer. Okay? Ich fand, das ist das beste Camp, wo ich bisher war. Wir haben alle coolen Dinge gesehen. Vor allem das Paris-Stadion, das war sehr, sehr cool. Weil ich bin ja auch selber Paris-Fan und es war sehr emotional für mich. Und die Heimmannschaft, also PSG, kommt von hier. Die stellen sich hier auf und dann fängt schon an die Nervosität. Es hat sehr Spaß gemacht hier in Paris. Ich finde es schade, dass wir morgen wieder gehen.